Ja, ein Kommentator hat mich gebeten, mir mal das Programm Acronis True Image 2018 anzuschauen. Ich habe immer Acronis für den Platzhirsch unter den Backup-Programmen gehalten und auch der Preis spricht ja dafür, dass die was auf sich halten, nämlich $50 kostet eine Einzelplatzlizenz. Von daher habe ich gedacht, naja, das wird jetzt ja wohl alle meine Anforderungen erfüllen können. Das Programm gibt es schon ewig lang, also es ist gut abgehangen, es ist relativ teuer, dass wir doch vernünftige Umfang von Features haben und hoffentlich auch die ich mir so erwarte. Gehe ich jetzt mal hier in das Programm rein. Ihr seht hier schon, ein Backup ist abgebrochen. Was es immerhin kann, man konfiguriert zwar auf den Laufwerksbuchstaben, aber am Ende kann er selber erkennen, welcher Datenträger der richtige ist. Also das macht es schon mal richtig gut. Es kann versionieren, hier seht ihr auch encrypted, es kann also auch verschlüsseln. Also die beiden Punkte sind auf jeden Fall grün. Einfaches Recovery ist nicht grün, weil wieder ein proprietäres, ja, Containerformat verwendet wird, für das ich dann am Ende wieder die Software brauche, um das Recovery anzustarten. Und was auch noch schlecht ist beim Recovery, kann ich euch hier mal schnell zeigen. Ich gehe auf Recovery, habe hier meine Textdatei, die ich recovern möchte. Davon habe ich genau zwei Versionen gespeichert oder im Backup drin, das weiß ich, weil ich es manuell geändert habe und sehe jetzt aber hier vier Versionen, ja, Backup-Version, nicht die Dateiversion. Ich habe nämlich viermal das Backup gestartet, aber bei drei von den vier Backup hat sich die Datei nie geändert. Und das finde ich schon mal relativ schlecht, dass der nicht anzeigen kann, welche Version der Datei er im Backup vorrätig hat. Aber das haben ja viele andere Programme auch schlecht gemacht, aber für den Platz hier, sag ich mal, Acronis True Image, hätte ich mir da ehrlich gesagt mehr erwartet. Immerhin, man kann hier einfach durchklicken und dann sieht man hier auch den Zeitstempel. Ja, optimal finde ich das trotzdem nicht. Deshalb gibt es bei einfachem Recovery nur ein Gelb und erinnert es daran, die USB-Platte einzustecken und da patzt das Programm total, denn es tut es überhaupt nicht. Es erinnert nicht mal dran, wenn das Backup fehlgeschlagen ist. Also weder eine Erinnerung vorher, die kann man einstellen, noch erinnert es dran, wenn das Backup fehlgeschlagen ist. Und was ich noch viel schlimmer finde, hier unten habe ich ein Logo von Acronis. Das ist zwar die Active Protection, die soll mich irgendwie gegen Viren oder sonst was schützen, dass quasi, wenn der Locky-Erpressungstrojaner kommt, dass er erkennt, wenn meine Daten verschlüsselt werden und backup die halt eben nicht. Aber für den Nutzer hat es, finde ich, am Ende doch den Anschein, als wäre alles in Ordnung mit dem Backup. Dabei schaue ich hier in die Software und sehe eigentlich, dass mein Backup abgebrochen ist. Also das wiegt auch den Nutzer nochmal so in Sicherheit und dabei ist das Backup quasi abgebrochen. Das ist zwar natürlich, hat mit der Active Protection nichts zu tun, aber trotzdem denke ich mal, hat es diesen Effekt. Und hier unten werde ich überhaupt nicht gewarnt von dem Programm, dass ich ein Problem mit meinem Backup habe und es kommt auch keine Meldung im Vordergrund, dass das Backup abgebrochen ist. Und jetzt habe ich extra den Support auch nochmal gefragt, weil ich es gar nicht glauben konnte. Ja, tatsächlich, also man wird nicht aktiv darüber informiert, man muss quasi in die Software schauen, um zu sehen, dass es da ein Problem gibt. Und das halte ich für bei so einer Software, die so viel kostet, die schon so lange am Markt ist, echt nicht mehr für vertretbar. Also da muss eine fette, dicke Meldung kommen, dass es Probleme mit dem Backup gab. Von daher gibt es von mir keine Empfehlung für das Programm, schon allein wegen des hohen Preises und der fehlenden wichtigen Features, die es eben nicht hat.